Und ja, herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Heute will ich euch das Hammer Power Pack Candy Bar mit 2600 mAh unboxen. Ich hatte dieses Gerät schon einige Tage in Gebrauch. Muss sagen, das Gerät ist, also es funktioniert. Braucht aber ziemlich lange zum Aufladen und ja. Alles Dreck hier. Braucht ziemlich lange zum Aufladen und lädt auch ganz langsam auf. Das Ganze hat ein Input und ein Output mit jeweils 5 Watt, Volt, Watt, keine Ahnung. Und ja, wir öffnen jetzt das Ganze mal. Falls euch diese Kameraperspektive nicht gefällt, juckt mich das eigentlich gar nicht, denn das ist mein erstes Unboxing und ich tüftel immer noch daran, wie ich das Ganze hier positionieren soll und so. Und ja, ich krieg's hier nicht raus. So, okay, Papiere. Und ja, mehr haben wir hier nicht drin. Können wir wegwerfen. Und ja, wir öffnen das Ganze mal. Wir haben hier einmal eine Anleitung. Können wir uns mal angucken. Okay. Langweilig, brauchen wir auch nicht. Ein bisschen Pappe, brauchen wir auch nicht. Plastik, weg damit. So. Hier haben wir erstmal ein Aufladekabel, was ihr auch für Android-Phones verwenden könnt. Falls ihr dieses Kabel schon wollt, könnt ihr auch das von eurem Samsung S4, Galaxy S4 oder anderem Modell nehmen, was diesen Anschluss hat. Fokus bitte. So, was diesen Anschluss hat. Und ja, hier haben wir auch das Gerät. Hier sehen wir es auch schon. So. Einmal Input. Mal Output. Hier ist auch eine LED-Lampe, was dann anzeigt, ob der Akku voll ist oder leer ist. Wenn er leer ist, also wenn er gerade am Aufladen ist, dann ist der rot. Und wenn er fertig ist, dann ist der grün. Soweit ich es richtig weiß. Und hier stehen dann halt die Einzelteile mit Input 5 Watt, also 5000 mAh. Und Output auf 5 Watt, 1000 mAh und so. Und hier haben wir dann Typ, Kapazität. Okay. Man, es fokust gar nicht. Okay, und hier sehen wir auch, dass das Teil 2600 mAh hat und Hammer GmbH und so. Ja. Das Teil ist eigentlich, also mein Fazit, das Teil ist eigentlich recht gut. Vom Preis her auch Spitze, 12,99 beim Saturn, könnt ihr auch für 12,99 im Internet erwerben, aber dazu kommen noch 1,99 Versandkosten, falls ihr es im Internet erwerben wollt. Beim Saturn könnt ihr da einfach hingehen und das für 12,99 im Online-Store kaufen, doch wenn ihr so schlau seid wie ich und das halt zu euch nach Hause bringen lasst, müsst ihr noch einmal 1,99 dazu bezahlen, habt eine Quittung dazu und ja. Ich finde das Teil ziemlich gut, kann man im Alltag gut gebrauchen. Ich werde das Teil hier auf jeden Fall in der Schule gebrauchen, falls mein Akku leer sein sollte. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Jailbreaker, bis dann und ciao.